Dieser Mann hat ein Problem, das ihn schon Jahre quält. Marc Seibold hat ein verdammt rotes Gesicht. Für die einen lustig, für Marc Seibold sehr belastend. Dass das Rotgesicht jetzt über seinen Leidensdruck spricht, kostet ihn viel Überwindung. Seit Jahren werde ich von meinen MitarbeiterInnen gemobbt. Wegen einer Sache, für die ich nichts kann. Meinem roten Gesicht. Wo sind wir hier schon wieder? Ist auch schwer für mich heute, Sebastian. Jetzt mal eine ganz andere organisatorische Frage. Wo ist eigentlich Ari? Warum stehe ich hier alleine? Weil sie keine Zeit hat. Ja, genau, das gibt's doch wohl nicht. Ihr habt jahrelang mit meinen Gefühlen gespielt. Ja. Und heute, als Strafe, fände ich es einfach nur fair, wenn ihr auch mal in meiner Haut steckt. Willst du jetzt nicht einen Witz machen über meine Haut? Über die rote Haut? Ja, genau, da habt ihr es gesehen! Sebastian, ja. Herzlich willkommen zu deiner Strafe. Ja. Heute gebe ich mal was zurück. Eine gesunde Gesichtsfarbe. Oder was? Das ist hier so eine, Autolackier-Straßending. Richtig. Ja, richtig. Ich werde jetzt hier nicht in Metallic rot lackiert. Herzlich willkommen bei deiner Strafe. Ja. Renate wird mir dabei helfen heute. Servus. Hallo, Sebastian. Du bist die Lackiermeisterin, oder? Ja? Ja. Und was lackierst du sonst so? Alles. 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 Ich darf alles machen. Du musst alles machen. Moment. T-Shirt ab, ja, und Hose auch, oder? Was jetzt? Wie war's jetzt? Ja, ausziehen, mein Lieb. Sag mal. Ja, du fängst einfach mal an und. Das geht jetzt einfach. Jetzt ist hier einfach jetzt. Was ist jetzt denn, ich los? Ich hab doch keine Ahnung, was passiert, meine ich. Du hältst jetzt mal die Luft an. Oh. Wie lange? Zwei Stunden? Bis ich sag, ausatmen. Also jetzt. Atmen und nicht die Augen zuzwinkern, sondern ganz normal entspannt Luft anhalten. Ja, das sagst du so, wenn sowas mit dir passiert. Wieso lachen denn alle? Es ist so dumm. Es ist so wahnsinnig dumm, Leute. Ist es brutal? Ja, Wahnsinn. Ja, leck mich am Arsch. Sag mal! Ja, leck mich am Arsch. Atmen. Also, hab ich vergessen. Ja, hast vergessen. Nicht hinlangen. Du kannst atmen. Anhalten und nicht zuzwinkern. Geht doch nie wieder ab. Nee. Schwierig. Es ist das schönste Meisterwerk, das ich jemals erschaffen habe. Mein Bruder, wo warst du all die Jahre? Ich meine, man merkt jetzt schon ein bisschen an meinem Werk, dass er findet es plötzlich nicht mehr ganz so lustig, weil er nur noch dran denken kann, wie er diese Scheiße wieder abbekommt. Das ist so brutal. Das ist das Allerschlimmste. Sowas wirst du auch aus deiner Wohnung nie wieder los. Wenn du da in 8 Jahren ausziehst, da findest du immer noch die kleinen Dinger irgendwo in der Ecke. Ich frag mich natürlich, wie das jemals wieder abgehen soll. Das ist ja so richtig so, so Farbe aus einer Sprühpistole. Es ist richtig, es sieht vor allem richtig reingebrannt aus. Leute,
Frage an euch, wie gefällt euch Meinis Umstyling auf einer Skala von 1 bis 10? Meini, was wir bei all dem nicht vergessen dürfen, ist, du bist ein Star. Und hast auch echt schon bei vielen Sachen mitgewirkt. Und das will ich jetzt einfach den Leuten nochmal zeigen, damit die nicht vergessen, mit wem sie es hier heute zu tun haben. Dein erster großer Erfolg, The Walking Red. Dich gefolgt von einem eher emotionalen Werk. The Red Swan. Red Hat Redemption. Red Hat Redemption. Ich hab's verstanden. Wegen dem Kopf, ne? Ja. Geile Hits hast du gelandet. Oh, geil. Gut, Gagfeuerwerk ist abgeschossen. Richtig, jetzt wird's wieder ernst. Ja. Renate, bitte komm. Du bist jetzt, kriegst noch einen kleinen Feinschliff, sag ich mal. Glaubst du, dass das irgendwie möglich ist hier hinten? Glaubst du, das geht? Probieren wir das mal. Das probieren wir mal. Bist du bereit, Meini, für den Reveal? Ich glaube, ich habe da was am Rücken. Schlimmer Ausschlag. Ach, fuck. Ich weiß nicht, warum ich es halt so lustig finde. So, Meini, ich bitte dich, einmal umdrehen. Jetzt kriegst du noch einen kleinen Feinschliff. Ja, ich seh's nicht. Ich meine, du sahst noch nie besser aus. Das muss man sagen. Du hast mich auf dem... Ja, ich seh's. Leute, es ist so wunderschön. Nein, es ist so wunderschön. Es bist du. Wie kann das wunderschön sein? Nein, es ist echt unglaublich. Hat die Renate schon gut getroffen? Gut getroffen. Ja. Ähnlich rund, ähnlich rot. Einfach herrlich. Wie kann man so selbst sein? Das ist wirklich, es ist eine absolute Persönlichkeitsstörung. Das musst du behandeln lassen, wirklich. So, Meini. Ja. Jetzt steckst du in meiner Haut. Jetzt ist es ja oft so, wie du ja auch bei mir weißt, ich muss damit leben. Und ich lebe auch in der Öffentlichkeit. Wir zwei. Ja, das ist ja jetzt hier alles genug Öffentlichkeit. Wir zwei fahren jetzt dahin, wo. Ich glaube, es geht nicht mehr. Wir fahren jetzt aufs Oktoberfest. Damit du auch mal spürst, wie die Leute reagieren auf sowas. Und da habe ich noch was Kleines vorbereitet. Sebastian Meinberg wagt den Versuch. Er geht als Rotgesicht in die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll. Jetzt auf der Wiesn so, oder? Dass das hinterher ein absolutes Drama wird. Dieses absolute Drama ist für den armen Mark Seibold Alltag. Sebastian Meinberg kann nun endlich mal nachempfinden, wie sich der arme Mark Seibold jeden Tag fühlt. Ein rotes Gesicht in der Öffentlichkeit. Begafft, fotografiert und ausgelacht. Meini, wurdest du schon angesprochen? Was denkst denn du? Haben die Leute zu dir aus Versehen Mark gesagt? Nein. Ja, also dann kann es ja noch gar nicht so schlimm sein. Mir wäre es recht, wenn du ein bisschen vorgehen könntest, weil ich will ungern so nah bei dir gehen. Es geht gerade aus und ja, ich sage... Das beruht grad, auf Gegenseitigkeit. Promi-Treff. Triff die Stars live. Also, ich frage jetzt kurz Leute, ob die Lust haben zu werfen, ne? Von dieser weiten Distanz. Können Sie mir auch direkt ins Gesicht drücken, den Ball. Ich lasse Sie kurz einmal umsonst Dosen werfen. Wir haben da eine tolle neue Zielscheibe. Oh, na, das ja. Den jungen Mann. Genau, ja, das, genau. Ja. Die Dame hat nämlich Anstand. Der mag das gern. Ah. Ja. Einmal, aber aufs rote Auge bitte. Da geht noch einer. Wollen Sie mal kurz Dosen werfen? Wollen Sie auch noch mal werfen? Willst du einmal werfen?
Auf geht's. Aber nicht so fest, gell? Weil er hat auch Gefühle. Das Gesicht ist in der Mitte. Das Gesicht in der Mitte, nicht zu fest. Guckt euch das an! Der Mann hat sich noch nicht mal unter Kontrolle, der Firmas. Sehr lebensgefährlich. Ja, es tut mir leid, mir tut mein Gesicht auch leid. Jetzt reicht's langsam. Einen Wurf schauen wir noch an und dann hauen wir ab. Das heißt noch einen Wurf, das hast du eben auch schon mal gesagt. Das macht so viel Spaß. Nein, es macht überhaupt keinen Spaß. Nicht so fest. Er hat schon auch Gefühle. Nicht so fest, gell? Weil du siehst so stark aus. Meini, ich hab Angst. Ich hab auch Angst. Meini, wenn er dich trifft, ich hau ab. Nicht so fest aus. Herzlichen Glückwunsch! Direkt mit dem ersten ins Pulver! So, Schluss jetzt! Meini, ja. Der Tag hat mir heute echt was bedeutet. Ja. Danke, dass du dich auch mal in meiner Haut gesteckt hast. Mhm. Es ist auch eine Lehre, dass man mit seinen Worten auch Leute verletzt. Hör auf, zu labern. Ich muss das wieder abkriegen. Auch Worte können wehtun. Ja, auch Farbe kann wehtun. Ein langer und emotionaler Tag geht zu Ende. Der arme Marc Seibold muss mit dem roten Gesicht leben. Sebastian Meinberg kann das Rot einfach wieder abwaschen. Oder auch nicht. Es wird definitiv ein längeres Unterfangen. Und es ist weg. Marc Seibold hofft, dass durch dieses Experiment die schlechten Witze seiner Mitmenschen aufhören. Denn der arme Marc Seibold kann noch einfach nichts dafür. Ich muss jetzt hier. Ihr seht ja, was los ist. Jetzt muss Schluss sein. Ich muss mir hier Marc vom Puckel schaffen. Jetzt machen wir mal hier einen Cut. Also ich muss jetzt unter die Dusche und ihr müsst uns jetzt in der Zeit mal hier ein Abo dalassen. Dann seht ihr regelmäßig Blödsinn wie diesen hier oder wie den da. Da sollte ich einen Pfannkuchenturm bauen, der 1 Meter hoch werden sollte. Ob ich es geschafft habe, seht ihr im Video. Und hier gibt es was von Cinema Strikes Back, nämlich die 10 lächerlichsten Superhelden aller Zeiten. Und da ist Marc Seibold noch nicht mal mit eingerechnet. So, tschüss.